Hallo zusammen, ich bin Matthias Knödler, ich bin Online-Redakteur in einer diakonischen Einrichtung im Großraum Stuttgart. Früher habe ich auch eine Radiosendung mit christlicher Rock- und Popmusik moderiert. Und würde es die heute noch geben, dann wäre die neue CD von Andy Weiß, weil immer was geht, garantiert in der Top-Rotation drin. Da sind 16 Songs voller Lebensmut und Zuversicht und sie sind ehrlich mit allen Höhen und Tiefen, die diesen verrückten Zeiten derzeit mit sich bringen. Die Songs, die sind nicht am Schreibtisch entstanden, das merkt man sofort, sondern mittendrin in Andys Leben. Die sind nicht konstruiert oder gar kitschig, nein, die sind völlig authentisch und sie berühren. Für mich war das so ein richtiges Wohlfühlbad für die Seele und ich werde garantiert in dieser CD noch öfters baden. Die Songtitel, die sprechen für sich, zum Beispiel Der Vogel, der schon im Dunkeln singt, zwischen richtig und falsch und Es geht gut aus. Mein absoluter Lieblingstitel, der mich total angesprochen hat, ist Wäre ich du, ich würde mich lieben. Und in den hören wir jetzt rein. Viel Freude damit und vor allem mit der ganzen CD, die lohnt sich total. Wenn dir das Leben mehr nimmt, als es gibt, wenn du am Boden liegst und nichts mehr an dir liebst, dann wäre ich so gern in deiner Haut. Ich würde dir so gern zeigen, wie man sich vertraut. Und selbst wenn alle Quellen in dir versiegen, wäre ich durch.